Sowohl die Fed in den USA als auch die EZB hier bei uns haben die Zinsen erhöht. Und ihr wisst ja, wenn die Zinsen erhöht werden, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf die Quartalzahlen der verschiedenen Unternehmen, sondern indirekt natürlich auch auf die Märkte und damit auch auf die Aktien und auch ETFs, die wir letztendlich in unserem Portfolio haben. Und deswegen kümmern wir uns heute mal so ein bisschen um die Frage, was das Ganze eigentlich bedeutet mit den höheren Zinsen, was es für den Markt bedeutet und wie die Zukunft mit höheren oder niedrigen Zinsen vielleicht bald schon wieder aussehen könnte. Und damit auch erstmal, Leute, zusammen. Mein Name ist Kevin O'Neill und anfangen werde ich natürlich mit den USA. Bei den letzten 12 Fed-Zinsentscheidungen in den USA mit Jerome Powell an der Spitze gab es jedenfalls 11 Zinserhöhungen. Das ist ein Rekordtempo gewesen. So schnell hat man noch nie in den USA die Leitzinsen erhöht. Und das letzte Mal, also vor 2-3 Monaten, hat man erstmal pausiert. Das hat man deswegen gemacht, um erstmal zu sehen, wie sich die ganze Lage mit den Banken entwickelt, weil einige Banken hat es nun mal erwischt und es hätte noch mehr erwischen können und deswegen wollte man erstmal darauf schauen. Das hat sich jetzt wieder geändert und diesmal hat man fröhlich weitergemacht mit den Zinsanhebungen und jetzt haben wir eben einen Zins, also um 0,25 Prozentpunkte wurde er erhöht in den USA von 5,25 bis 5,5%. Und das war ehrlich gesagt auch ziemlich eingepreist mit einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Deswegen hat das ehrlich gesagt auch niemanden mehr überrascht und der Markt ist deswegen auch gar nicht so sehr nach oben oder nach unten gegangen. Viel interessanter ist hier, was wir sehen, dass wir seit 2001 die höchsten Zinsen haben, die es in den letzten 20 Jahren eben in den USA gab. Und ihr seht immer hier ganz gut, dass sobald sie ein gewisses Level erreicht haben, also zum Beispiel hier 1996 oder 2001 oder eben auch 2008, die Zinsen erstmal auf einem gewissen Level gehalten werden. Und dann in Grau seht ihr hier die verschiedensten Rezessionen. Hier fällt erstmal auf, dass die Rezession immer kurz nach den Zinssenkungen kommt. Und da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Diese Leitzinserhöhung an sich ist eigentlich gar nicht das Interessante an dem Abend gewesen. Viel spannender war eigentlich die Pressekonferenz von Jerome Powell, dem Notenbankchef der USA. Weil da verkündet er, was so seine Ziele in nächster Zeit sind und wann er denkt, ja, dass das nächste Mal der Leitzins angehoben wird oder vielleicht sogar schon gesenkt wird. Und hier bezieht er sich immer wieder auf die Inflation und die aktuellen Daten. Und das Inflationsziel ist nun mal 2%. Er hat in einem vorherigen Interview schon mal erzählt, dass es vielleicht auch mal auf 3% angehoben werden kann. Das wäre auf jeden Fall möglich. Und hier sehen wir wirklich auch mal, wie gut die USA da aktuell abschneidet. Die sind von 9,1% innerhalb eines Jahres wieder auf 3% runtergekommen. Das ist deutlich besser als bei uns in Deutschland. Und die Inflation hat sich schneller gesenkt, als sie überhaupt angestiegen ist. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass der Zins eben auch wirkt. Die Inflation an sich ist Jerome Powell aber nicht ganz so wichtig, jedenfalls nicht so wichtig wie die Kerninflation. Die Kerninflation ist die Inflation ohne Energie und ohne Lebensmittelpreise, weil die Bereiche ein bisschen mehr schwanken und deswegen konzentriert man sich mehr auf die Kerninflation. Und hier sieht das Bild schon ein bisschen anders aus. Da ist die Kerninflation immer noch bei 4,8%. Deswegen wird Jerome Powell und auch die Notenbank an sich natürlich erstmal an den Leitzinsen bei 5,25 bis 5,5% dran festhalten. Und er wurde auch gefragt, wann er dann damit rechnet, dass die Kerninflation so bei 2% ist. Und da hat er darauf geantwortet, dass es so ungefähr noch bis 2025 dauern wird, also noch knapp 1,5 Jahre. Dann wurde er auch noch gefragt, wie das Ganze denn möglich ist, also die Inflation zu senken. Und da hat er sich eigentlich auf zwei Sachen hauptsächlich bezogen. Zum einen auf das Wirtschaftswachstum an sich, was ein bisschen geringer sein muss als aktuell. Aktuell wächst die Wirtschaft in den USA wirklich noch gut. Das Bruttoinlandsprodukt ist weiterhin positiv. Die Unternehmenszahlen sind bisher richtig gut. Darauf komme ich später auch noch zu sprechen. Und der zweite Faktor ist noch der Arbeitsmarkt. Und der Arbeitsmarkt ist weiterhin stark. Und ich habe schon jetzt öfter gesagt, dass das Ziel der Notenbank ist, den Arbeitsmarkt weiter zu schwächen. Und da sehen wir hier auch ganz gut, dass die Arbeitslosenquote immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau ist, knapp bei 3,6% aktuell und das ist wirklich historisch gesehen auch wirklich niedrig und das will die Notenbank eben ein bisschen höher bekommen, damit die Inflation weiter bekämpft werden kann und das Ganze hängt natürlich auch mit dem Wachstum der Löhne zusammen und hier bei der Grafik, wo man ganz gut sieht, wie stark die Löhne denn aktuell in den USA so wachsen, die USA noch auf einem ziemlich hohen Level sind und das bedeutet natürlich, wenn die Löhne weiter wachsen, dass die Inflation weiter angefeuert wird. Außerdem wurde Jerome Powell auch noch gefragt, wie er denn die nächste Fed-Zinsentscheidung im September einschätzt. Also werden die Zinsen weiter angehoben, werden sie gesenkt oder bleiben sie auf einem Level? Und da hat er sich nicht ganz klar geäußert. Er hat auf jeden Fall gesagt, das ist datenbasierend. Also er schaut da speziell auf zwei Daten. Das eine wären die Inflationsdaten natürlich, die noch zweimal bis zu diesem Datum rauskommen und auch die Arbeitslosenquote. Darauf basierend wird man dann die Entscheidung treffen, ob man eben die Leitzinsen erhöht oder gleich bleibt. Was er gesagt hat, und das ist eigentlich mit das Wichtigste gewesen, dass er nicht davon ausgeht, dass im Jahr 2023 die Zinsen gesenkt werden. Das ist auf jeden Fall mit einer
einer der entscheidenden Sätze, wie ich finde. Und er hat auch gesagt, dass sein ganzes Team nicht glaubt, dass im Jahr 2023 eine Rezession kommen wird. Und das würde vielleicht sogar bedeuten, dass wenn sie es schaffen, die Inflation weiter zu bekämpfen und die Wirtschaft nicht wirklich zerbrochen wird oder eine Rezession kommen wird, in diesem Jahr oder vielleicht auch im nächsten Jahr nicht, dass es eine Soft Landing wäre, also eine weiche Landung. Das wäre das erste Mal in der Geschichte der USA. Bin ich mal sehr gespannt. Und wir können auch mal schauen, was der Markt denn aktuell einpreist, wann es die nächste Zinserhöhung oder Senkung denn geben wird. Aktuell geht der Markt davon aus, mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen weder angehoben noch gesenkt werden im September. Und im November sieht das Ganze ganz ähnlich aus. Da geht der Markt mit einer 68%igen Wahrscheinlichkeit davon aus. Und wichtig ist jetzt auch nochmal der Dezember. Auch da geht der Markt mit einer 64%igen Wahrscheinlichkeit aus, dass es eben dieses ganze Jahr weder eine Erhöhung noch eine Senkung der Leitzinsen geben wird. Selbst im Januar sieht das noch nicht so aus. Erst im März ist man sich ein bisschen unsicher, ob die Zinsen weiter bei 5,25% bis 5,5% gehalten werden oder aber zum ersten Mal der Leitzins wieder gesenkt wird. Und jetzt kommen wir mal zu uns nach Deutschland oder nach Europa. Und da sieht die Situation ähnlich aus und doch gleichzeitig auch ganz anders. Also zum einen gab es auch hier eine Leitzinserhöhung, die 9. in Folge, wieder um 0,25%, aktuell auf 4,25%. Und dazu hat sich Lagarde natürlich auch geäußert, warum das Ganze gemacht wurde, weil die Inflation natürlich immer noch auf einem ziemlich hohen Level ist, deutlich höher noch als in den USA. Und das hängt ihrer Meinung nach an zwei Faktoren hauptsächlich ab. Also zum einen an Löhne, ähnlich eigentlich wie in den USA, aber zum anderen hat sie auch was betont, nämlich die Margen der Unternehmen. Und da spricht man, oder sie spricht da, von einer Gearflation. Das bedeutet, dass Unternehmen mitmachen bei den Preiserhöhungen, auch wenn die gar nicht so betroffen sind von Energiekosten oder anderen Kosten und die Gier eben das Ganze auffrisst und dann spricht man von einer Gearflation, weil die Unternehmen eben gierig sind. Aber auch von einer Shrinkflation, weil, das kennen wir glaube ich alle, wenn wir in die Supermärkte gehen, das ist mir letztens wieder aufgefallen, anstatt 200 Gramm in der Packung sind ja nur noch 175 Gramm in der Packung und der Preis wurde auf einem Level gehalten oder sogar trotzdem noch angehoben. Das ist aber noch nicht alles. Lagarde rechnet auch noch mit einer Inflationserhöhung eventuell und das ist eben ja deutlich weniger gut als in den USA. Zum einen, weil die Energiepreise weiter steigen könnten in nächster Zeit und der Getreidedeal in Russland wurde eben nicht verlängert und das könnte auch wieder ein weiterer Treiber der Kosten für Lebensmittel sein und das ist natürlich nicht so gut für die Inflation. Was allerdings gut ist an der Leitzinserhöhung ist auch, dass gleichzeitig der Einlagezins erhöht wurde von 3,5% auf 3,75% und das ist natürlich gut für die Sparer unter uns, die nicht das Geld aufs Sparbuch legen, aber immerhin aufs Tagesgeldkonto und einige Banken haben schon 3,5% und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass in den nächsten Wochen, Tagen, vielleicht auch in einem Monat die ersten Banken dann einen Einlagezins von 3,75% anbieten. Und wenn ihr wissen wollt, welche Bank ich da ganz gut finde, die wirklich gute Zinsen geben, die aktuell 3,5% Zinsen für Neukunden geben, verlinke ich euch einfach hier oben und am Ende des Videos. Und dann ist jetzt natürlich auch nochmal entscheidend, wie es denn bei uns in Zukunft in Deutschland oder auch in der EU überhaupt aussieht. Und da komme ich erstmal zu einer negativen Meldung. Der IWF, das ist der Internationale Währungsfonds, und der erwartet, dass die deutsche Wirtschaft weiter schrumpft. Und damit wären wir in Deutschland die einzige große Volkswirtschaft, wo nicht mit einem Wachstum gerechnet wird, sondern mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes. Und selbst UK ist da noch vor uns und das trotz des Brexit. Das Ganze ist also auch nicht so rosig und im September wird es dann die nächste Leitzinserhöhung wahrscheinlich geben. Das ist allerdings noch abhängig von den aktuellen Daten. Also da verhält man sich ähnlich eigentlich wie Jerome Powell in den USA. Ein Thema habe ich ja noch angesprochen und das ist wirklich ja eigentlich klasse, wie das aussieht und das merken wir alle an der Börse und auch in unserem Depot. Die Earnings Season ist wieder da. Also die Quartalszahlen der verschiedensten Unternehmen werden präsentiert und angefangen hat es mit den Banken, die fast alle wirklich die Prognosen geschlagen haben. Die Zahlen waren richtig gut, aber es sind noch andere Aktien gestiegen und diese Woche gab es zum Beispiel Zahlen von ein paar Tech-Werten wie Meta oder Alphabet oder Microsoft oder auch Intel und die Zahlen sahen wirklich klasse aus. Zum Beispiel von Google haben sich die Werbeeinnahmen von 56,3 auf 58,1 Milliarden gesteigert. Die Marge stieg von 28 auf 29% und das trotz der Inflation, in der wir uns befinden. Und vor allem, und das ist eigentlich wirklich das Entscheidende, das Cloud-Geschäft wächst wieder richtig. Von 6,3 Milliarden ging es auf 8 Milliarden hoch. Und bei Meta sieht es ähnlich aus. Das ist ein Aufschwung in der Werbung zu sehen. Die Monetarisierung von Instagram macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Und was vor allem richtig gut ankam, ist die KI-unterstützte Werbeausrichtung und Messung von eben verschiedensten Faktoren, was eben das Wachstum noch weiter beschleunigt. Und dann gibt es ja auch noch Threads,
das ist das Pendant zu Twitter. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so groß rauskommt. Aber ja, im Grunde kopiert ein großes Unternehmen das nächste und das macht sich erstmal jedenfalls positiv bemerkbar und ist ein deutlich besserer Schritt bei Meta als eben das Metaverse, das sie komplett ja erstmal hinten anstellen. Die entwickeln das immer noch weiter, aber es wird nicht mehr so groß kommuniziert wie vor einem Jahr, wo eben die Meta-Aktie mal gerade bei 100 Euro lag. Und dann auch noch Intel ist wirklich gut ausgefallen. Der Pharmasektor sah auch gut aus mit Werten wie AbbVie oder Johnson & Johnson. Und auf eine Sache muss ich mal zu sprechen kommen. Wir erleben ja gerade wirklich diesen KI-Boom und die verschiedensten Aktien. Ja, auch Meta sind um 100% oder Nvidia um 150% oder fast 200% in kurzer Zeit gestiegen. Das ist natürlich enorm. Und jetzt fragt man sich, welche Aktien können dann wirklich noch nachholen? Und hier ist eine ganz interessante Entwicklung eigentlich festzustellen, dass KI natürlich ein wichtiger Bereich ist, aber dafür braucht es noch was anderes. Und das ist das Cloud-Segment, weil die Speicherung von Daten und das Helfen von Auswertungen von Dateien braucht natürlich Speicher. Und dafür hat man eben Cloud. Und da ganz besonders drei große Namen, zum Beispiel Azure von Microsoft, AWS von Amazon und auch die Google Cloud. Und vor einiger Zeit gab es die Neuigkeit, dass diese ganzen Cloud-Sparten bzw. Cloud-Unternehmen noch ganz viele Chips von Nvidia, nämlich den sogenannten H100-Chip, horten. Und davon ganze 2 Millionen. Und das brauchen sie eben, damit das Cloud-Geschäft besser wachsen kann. Und jetzt hat man mal mit eingerechnet, was es eigentlich bedeutet, wenn diese KI-Sparte noch dazukommt. Und dann haben wir kein Wachstum mehr im nächsten Jahr von 21%, sondern von 14% nochmal obendrauf. Und dann wären wir bei 35% Wachstum eben in dieser Cloud-Sparte. Und die drei großen Gewinner davon sind natürlich Amazon, Alphabet und auch Microsoft. Und alle drei Positionen habe ich auch verstärkt in meinem Portfolio, gerade Amazon und Alphabet. Und vor allem die beiden Werte sind noch ein bisschen weiter weg vom All-Time-High. Da sehe ich auf jeden Fall noch enorm viel Potenzial, wenn eben das KI-Thema, ja, ich will nicht durchgespielt sagen, aber wenn man so langsam gemerkt hat, dass nicht jeden Tag vielleicht ein neues All-Time-High bei Nvidia möglich ist, sondern auch andere Kandidaten noch auf andere Art und Weise wachsen können. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt gucken wir uns natürlich auch noch mal, da nehme ich euch wieder mit, den S&P 500 an. Hier sehen wir eben ganz gut diese Rallye, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Eigentlich seit Oktober geht es nur nach oben mit ein paar kleinen Rücksetzern. Das ist auch ganz normal. Und wir haben nicht nur geschafft, diesen Abwärtstrend hier zu durchbrechen, sondern wir haben es auch noch geschafft, einen neuen Bullenmarkt einzuleiten. Das war Ende Juni und jetzt sind wir hier oben bei knapp 4.600 Punkten. Das ist wirklich heftig, was der S&P 500 geschafft hat. Und normalerweise ist es so, wenn wir so lange in einem neuen Bullenmarkt sind, und das ist jetzt nun mal ein halbes Jahr, dann spricht man nicht mehr von einem Bärenmarkt Rally, sondern eben von einem Bullenmarkt. Weil so lange gab es noch nie eine Bärenmarkt Rally in den USA. Das wäre also ein erstes Mal. Deswegen bin ich weiterhin auf jeden Fall optimistisch. Es wäre jetzt erstmal nicht schlecht, wenn wir so ein paar Prozentpunkte runterkommen. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn wir erstmal auf diese 21-Tage-Linie kommen oder eben auf die 50-Tage-Linie. Linie. Das wäre hier, das wäre also ein Rücksetzer von knapp, jetzt muss ich mal kurz messen, von entweder 1,5 bis 4,5%. Das ist auch gesund, da sollten wir uns erstmal auch keine Sorgen machen, wenn es jetzt in unserem Depot mal 1,5 bis 5% runtergeht. Der Aufwärtstrend ist jetzt auf jeden Fall im Takt. Das nächste Hindernis ist jetzt erstmal hier so bei knapp 4.650 Punkten und dann eben das All-Time-High, das war nämlich 4.800 Punkte. Und wir können ja mal schauen, wie viel Prozent wir denn brauchen, um zum All-Time-High zu kommen und wir sind jetzt hier das letzte Mal geschlossen und das wäre ein Anstieg von knapp 5,5%. Ist also nicht mehr so weit hin. Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir das in diesem Jahr noch erreichen und dann geht es vielleicht auch über das letzte All-Time-High nochmal weiter hinaus. Und wenn ihr übrigens noch wissen wollt, wo es aktuell 3,5% Zinsen aufs Tagesgeldkonto gibt, klickt einfach mal hier rein, da habe ich auch mein Konto und sonst sehen wir uns bald mal wieder. Macht's gut, ciao!